Ich habe zigtausend Winterjacken für euch anprobiert und bevor du dir jetzt eine neue Winterjacke kaufst, solltest du dir dieses Video auf jeden Fall anschauen, denn heute gebe ich euch Tipps mit auf den Weg, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr euch eine neue Winterjacke zulegt. Bei Winterjacken ist es so, da gibt man meistens ein bisschen mehr Geld für aus. Dann möchte man natürlich auch, dass so eine Winterjacke über mehrere Jahre hinweg einfach hält. Und deshalb solltest du auf ein paar Punkte achten, damit du einfach auch wirklich eine qualitativ hochwertige Winterjacke bekommst. Und über die paar Punkte, die wirklich extrem wichtig sind bei einer Winterjacke, über die spreche ich jetzt. Der erste Punkt, der sehr wichtig ist bei einer Winterjacke meiner Meinung nach, ist das Obermaterial. Denn so eine Winterjacke soll ja auch einiges aushalten. Du gehst damit nach draußen, die sollte einfach ein bisschen robust sein vom Obermaterial. Daher empfehle ich dir hier auf jeden Fall, dass es ein synthetischer Stoff ist. Anders als bei Kleidung, die auf der Haut liegt, kann es hier ruhig ein synthetischer Stoff sein, beziehungsweise würde ich die sogar wärmstens empfehlen, weil nämlich so ein synthetischer Stoff wasserabweisend ist und der hält einfach auch mehr aus. Und Leute, ganz wichtig an dieser Stelle, fasst das Material wirklich an. Also ihr müsst dieses Obermaterial einfach anfassen, um auch die Unterschiede zu merken. Ich habe jetzt wirklich unzählige Winterjacken angehabt und verschiedenste Materialien getestet und wenn man das anfasst, dann weiß man auch, okay, das ist robuster als das andere, von daher definitiv anfassen. Normalerweise ist das ja immer ein bisschen andersrum, aber hier solltest du definitiv anfassen, mein Freund. Anfassen und super. Der zweitwichtigste Punkt bei einer Winterjacke ist wohl der, dass eine Winterjacke warm halten soll und von daher solltet ihr definitiv darauf achten, wie die Winterjacke gefüttert ist. Bei manchen Winterjacken steht sogar drauf, bis zu welchen Minusgraden die warm halten. Einfach mal aufklappen, reinschauen. Wenn da Informationen stehen, dann habt ihr schon mal Glück. Falls nicht, fragt einfach nach. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eine gute Fütterung habt, damit ihr im Winter auch schön warm gehalten werdet. Eine Winterjacke macht ihr zigtausendmal auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Das bedeutet, ihr solltet auch darauf achten, dass ihr wirklich robuste Reißverschlüsse an der Winterjacke habt. Wenn ihr nämlich relativ günstige Reißverschlüsse an der Winterjacke habt und der Reißverschluss irgendwann kaputt geht, da habt ihr absolut gar nichts von. Deshalb achtet darauf, dass die Reißverschlüsse wirklich robust sind. Habt einfach mal kurz ein Auge drauf, probiert es einfach mal aus und schaut, dass die Reißverschlüsse wirklich von guter Qualität sind. Next one. Nicht an jeder Winterjacke ist eine Kapuze dran, aber ich sage es mal so, ihr solltet auf jeden Fall Minimum eine Winterjacke haben mit einer Kapuze. Natürlich, es gibt auch Winterjacken ohne Kapuze, aber im Winter wird es schon mal richtig ungemütlich, gerade in Deutschland. Schneeregen, Regen, das ist echt nicht schön draußen. Von daher meine Empfehlung, auf jeden Fall eine Winterjacke auswählen mit einer Kapuze und darauf achten, dass die Kapuze auch einiges aushält, dass man die zum Beispiel auch schön zuschnüren kann, damit ihr dann wirklich auch von Wind und Wetter geschützt seid. Verschiedene Winterjacken, verschiedene Styles und dementsprechend gibt es logischerweise auch verschiedene Längen. Und hier an dieser Stelle nochmal Obacht. Gerade dann, wenn du zum Beispiel von der Größe her etwas kleiner bist, solltest du jetzt nicht unbedingt einen sehr, sehr langen Wintermantel auswählen, denn dann lässt sich das einfach nur noch kleiner werden und dann siehst du nachher aus wie so ein Zwerg. Von daher, wenn du zum Beispiel etwas kleiner bist, solltest du vielleicht eine Winterjacke nehmen, die nicht ganz so lang geschnitten ist. Grundsätzlich würde ich dir aber empfehlen, auf jeden Fall Minimum eine Winterjacke im Kleiderschrank zu haben, die so lang ist, dass sie deinen Bobbes da hinten auf jeden Fall komplett bedeckt. Denn im Winter kann es schon mal kalt werden, gerade auch im deutschen Winter, und dann ist es einfach wesentlich angenehmer, wenn die Rückenpartie inklusive deiner vier Buchstaben einfach komplett bedeckt ist. Auf den nächsten Punkt achte ich enorm, nicht nur bei Winterjacken, sondern grundsätzlich, denn Qualität ist einfach ein super wichtiger Punkt, nicht nur bei Winterjacken, sondern einfach generell. Denn wenn man Geld für Qualität ausgibt, dann bekommt man am Ende des Tages meistens auch mehr. Denn wer billig kauft, kauft meistens zweimal und gerade bei Winterjacken möchtest du das auf gar keinen Fall. Sieh so eine Winterjacke eher als Investment an. So eine Winterjacke kann logischerweise auch schon mal 500, 600, 800, vielleicht auch 1000 Euro kosten. Aber wenn die dann auch wirklich über 5 oder 10 Jahre lang hält, dann ist das wirklich ein gutes Investment. Deshalb Augenmerk auf jeden Fall auf die Qualität legen. Last but not least, Leute, meine persönliche Empfehlung für euch, achtet auf ein zeitloses, cleanes, schlichtes Design. Wenn jetzt gerade in irgendeinem Winter eine Trendfarbe mega in ist, ja, wie zum Beispiel Neongrün oder Rot oder was auch immer, empfehle ich euch, diese Farbe nicht auszuwählen. Denn wenn ihr ein cleanes, einfaches, schlichtes Design habt und auch eine schlichte Farbe, wie zum Beispiel Schwarz, dann könnt ihr die Jacke immer und immer wieder anziehen und es ist auch viel einfacher, die Jacke zu kombinieren und über Jahre hinweg habt ihr da keine Probleme. Denn wenn die Trendfarbe zum Beispiel dann nicht mehr trendy ist, ja, dann wird es halt schwierig mit dem Kombinieren und auch mit dem Anziehen. Von daher meine Empfehlung, achtet auf ein cleanes, zeitloses und schlichtes Design. Achtet beim nächsten Winterjackenkauf auf jeden Fall auf die Punkte, die ich euch heute in diesem Video vorgestellt habe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein paar Guidelines mit an die Hand geben, damit ihr beim nächsten Winterjackenkauf nicht enttäuscht werdet. Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Winter mit einer richtig geilen, bombastisch, mega guten Winterjacke. Haut rein!